Themen, auf die ich nochmal eingehen möchte, wenn es okay ist für dich. Sehr gerne. Super. Dann fangen wir an. Also ich habe eine Immobilienfinanzierung und mache mir jetzt Sorgen um die steigenden Zinsen. Hast du da einen Rat für mich? Ja, also es ist berechtigt, dass du dir da Sorgen machst. Gerade wenn man den Zinsverlauf in diesem Jahr anschaut, sind wir ja schon extrem nach oben gegangen und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich frühzeitig mit dem auseinanderzusetzen, was da in der Zukunft auf einen zukommt. Also wie sieht die Finanzierung nach der Zinsbindung aus? Was bedeutet das für einen? Was kann ich als Sicherungsinstrument vielleicht jetzt schon abschließen, dass ich dann hinten einfach die Sicherheit habe und das überschaubar ist von dem monatlichen Aufwand. Und da haben wir verschiedenste Lösungen und ja, finden für jeden Kunden was Passendes. Gut, und jetzt nehmen wir an, ich möchte erst eine Immobilie kaufen oder neu bauen. Da habe ich ja neben den steigenden Zinsen noch ein paar mehr Themen, die mich wahrscheinlich beschäftigen. Hast du da auch ein paar Tipps für uns? Ja, also natürlich sind hier auch die steigenden Zinsen auf der einen Seite ein Thema, ob ich es mir noch leisten kann, ob ich es mir noch leisten will. Zum anderen aber auch natürlich die Thematik mit Lieferengpässen, wann ist der Bau fertiggestellt, wann kann ich denn umziehen, wie lange habe ich eine Doppelbelastung. All diese Themen gilt hier natürlich auch zusätzlich noch zu betrachten und auch hier Lösungen zu finden, wo der Kunde flexibel ist, wo der Kunde Sicherheit hat, wo das überschaubar ist von den Kosten, dass egal was passiert, dass er ein gutes Gefühl hat und in seine eigenen vier Wände ziehen kann. Okay, also zusammengefasst ist es jetzt eigentlich so, im Idealfall komme ich einfach mal vorbei zum Termin bei euch und bespreche das mit euch und dann finden wir für jeden eine passende Lösung. So ist es. Also jedes Vorhaben ist individuell, hat andere Voraussetzungen und die gilt es gemeinsam zu besprechen und dann entsprechend einen Plan aufzustellen, um dann Lösungen zu finden, wie schafft man es, in die eigenen vier Wände zu kommen. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gerne.